begrüße euch zu unserer dritten Magnetforscherstunde. Und jetzt fange ich an. Wir nehmen ein Band, eine Büroklammer und binden sie hier mit Tesafilm fest. Und jetzt machen wir die fliegende Büroklammer. Und jetzt machen wir den Schalter. Dafür benötigen wir 3 Magnetstäbe. Hier. Und rot. Rot, rosa und grün. So. Und jetzt mal grün, rosa und rot. Dann der rosa, grün, rosa, rot, der rosa, grün. So, hier haben wir eine 20-Cent-Münze. Gucken, ob sie magnetisch ist. Nein, ist sie nicht. Oder die 10-Cent-Münze. Auch nicht. Oder die vielleicht 10-Pfennig-Münze. Die ist magnetisch, weil die 10-Pfennig-Münze Eisen enthält. Und die Münzen, die Eisen enthalten, sind magnetisch. Also haben die 20 Cent. Die 10 Cent enthalten sie kein, haben sie kein Eisen. Oder vielleicht die 2 irgendwas Münze. Die enthält auch Eisen. Oder die 1 Cent Münze. Die enthält auch Eisen. Jetzt machen wir eine Münzenschlange. Oder die 5 Cent. Komm. Münzen. 2 Münzen. 3 Münzen. Oder vielleicht lieber eine größere hier. 3 Münzen. 4 Münzen. 5 Münzen. Und 5 Münzen und hier noch
Hm.